Also, ich habe überhaupt keine Wünsche, weder für mich noch für die Welt, denn ich glaube, alles läuft letztendlich, wie es laufen soll. Und es ist, ich sehe von einer ganz anderen Perspektive, was geschieht als Tanz der Götter, als in Indien würde man sagen Shiva Lila, also das Wunder und das Spiel des Göttlichen. Und deswegen will ich nicht hineinfutschen mit meinem kleinen Affenhirn, mir da irgendwas vorstellen und diese Wünsche durchsetzen wollen. Ja, erstmal, was es im Supermarkt gibt, wie das aufgezogen wird, da ist ja kaum mehr Lebenskraft drin. Und dann ist es auch für uns als Lebewesen und als Seele wichtig, diesen persönlichen Bezug zu haben. Wir sind, also Essen, auch Gemüse und so, ist ja nicht nur ein Auftanken, es ist eine Kommunikation mit der Mutter Erde, mit dem Himmel. Und ich glaube, wenn man da selber arbeitet, dann ist es besser. Außerdem weiß man genau, wo es herkommt und es ist und da sind keine Rückstände drinne und man kann es frisch ernten. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich rausgehen kann in den Garten und meine Gemüse und so direkt reinholen kann, ja.